Hallo, mein lieber Löwe. Und auch hallo an alle anderen, die eingeschaltet haben. Ich hoffe, euch geht es gut. Heute schauen wir uns die Karten an für das Thema Liebe, lieber Löwe. Wir schauen uns an dein Hauptthema, was war und was kommt, also mit was du rechnen musst, der Rat der Karten und wie immer auch dein persönlicher blinder Fleck. Was ist dir in der Liebe nicht bewusst, lieber Löwe? Lieber Löwe, das ist diesmal eine zeitlose Legung. Das heißt, es kann sein, dass einige Dinge schon passiert sind und einige Dinge erst noch eintreffen werden. Also nimm wirklich so, wie es passt. Auch ist wirklich eine allgemeine Legung. Das heißt, es kann nicht für alle passen. Also biege nichts zurecht. Nimm nur die Botschaften, die für dich sind. So, lieber Löwe, bist du bereit? Dann fangen wir doch an. Liebe, Hauptthema, Löwe, bitte. Liebe, Hauptthema. Liebe, Hauptthema. Liebe. Oh, Neustart. Schön. Du lässt etwas hinter dir. Neuanfang, der Fool, der Narren. Du lässt etwas hinter dir. Du möchtest komplett neu starten. Offen sein für die Liebe, offen sein für Beziehungen. Einfach neu starten. Du möchtest ein neues Kapitel starten. Ja, mal schauen, machen wir hier. Neues Kapitel starten, einen neuen Weg gehen. Sehr gut. Auch Bube der Stäbe, du bist sehr motiviert, hast wirklich auch Lust darauf. Ich habe auch das Gefühl, dass du sehr auch strahlst, dass du auf Menschen attraktiver als sonst wirkst, habe ich auch das Gefühl. Kann auch sein, dass ein Feuerzeichen auf dich zukommt, muss aber nicht. Also wirklich Neuanfang, großes Thema bei dir. Schauen wir mal mit den Kleinen. Löwe bitte. Liebe, Löwe. Ja, weil ich sehe, dass in der Vergangenheit wahrscheinlich ein Betrug war. Ein Betrug von jemandem, den du gedacht hast. Also du hast gedacht, diese Person, das ist eine Seelenverbindung. Das ist jemand für die Ewigkeit, jemand, mit dem du dich verbunden fühlst. Und hier war ein Betrug. Ich nehme auch stark wahr, natürlich jetzt nicht für alle, nur für wenige. Kann auch sein, dass dein Gegenüber schon in einer Beziehung war und du sozusagen die Affäre warst. Also nimm es so, wie es passt, natürlich jetzt nicht für alle. Aber hier war ein Konflikt. Lügen und eine Entscheidung. Du hast dich dafür entschieden, dass du neu anfangen möchtest. Vielleicht mit dieser Person oder ohne diese Person. Schauen wir mal weiter. Was war denn in der Vergangenheit? Was war in der Vergangenheit? Ja, vier der Schwerter, Stillstand, keine Kommunikation nämlich war. Kann sein, dass du dich zurückgezogen hast oder dein Gegenüber. Und hier war wirklich Pause. Man hat nicht mehr miteinander gesprochen. Du musstest wirklich auch Energie tanken, dich zurückziehen und überlegen, was will ich? Ja, ich nehme auch stark wahr, dass hier vielleicht auch jemand war, der genau wusste, was er sagen musste, damit du einknickst. Und das war nachher vorbei. Also du hast dich wirklich zurückgezogen und dir Gedanken darüber gemacht, lieber Löwe. Schauen wir mal genauer, warum vier Schwerter. Ja, etwas ging zu Ende. Der Tod. Etwas wurde beendet. Und du musstest neue Kraft tanken. Du brauchtest neue Energie. Rückzug, nehme ich ganz stark wahr. Rückzug von der Person, Rückzug von der Liebe, Rückzug von der Familie. Generell Rückzug. Aber was kommt auf dich zu? Mit was musst du rechnen, lieber Löwe? Was könnte auf dich zukommen? Mit was musst du rechnen? Mit was musst du rechnen, Löwe, Liebe? Vier der Stäbe, interessant. Du willst dich wieder aufraffen. Ah, die Welt. Nehmen wir noch eine. Du willst dich sicher wieder aufraffen, sehe ich. Kann sein mit dieser Person, muss es nicht. Ich
Ja, interessant. Könnte auch ein Wasserzeichen sein. Muss aber nicht. Vier der Stäbe. Also ich nehme auch ganz stark wahr, du möchtest eigentlich das, was zerbrochen ist, wieder zusammensetzen. Unbedingt. Sei das dein Herz oder die Beziehung oder diese Verbindung zu einer Person, aber du möchtest etwas zusammensetzen, etwas aufbauen und diesmal möchtest du es etwa aber stabil aufbauen. Sehe ich ganz stark hier. Schauen wir mal, warum. Ja, Dreiecksbeziehung, Dreiecksprobleme. Acht der Schwerter. Zwei der Kelche. Sechs der Münzen. Ja, du möchtest das Dreiecksproblem oder was auch immer hier ist, möchtest du loswerden. Also möchtest die Blockaden lösen. Und ich habe auch ganz stark das Gefühl, auch das Thema geben und nehmen. Hier ist ein Ungleichgewicht oder war ein Ungleichgewicht und du möchtest daran arbeiten. Oder dein Gegenüber möchte daran arbeiten. Nimm wirklich so, wie es passt, lieber Löwe. Aber unglaublich, keine Balance. Jemand hat extrem viel gegeben und jemand hat nur eingesteckt, nämlich ganz stark wahr. Ganz, ganz stark. Fast schon ein bisschen dreist, ehrlich gesagt. Fühlt sich das an? Ich weiß nicht, ob das dein Gegenüber ist oder vielleicht warst du das und dir war das nicht bewusst. Nimm wirklich so, wie es passt. Jemand hat nur genommen, 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 genommen und nicht gegeben. Vielleicht ist auch ein bisschen ausgenutzt mit drei der Kelche. Und das hat zur Belastung geführt. Belastung entweder von deinem zu dir selber oder zu deinem Gegenüber. Und das möchtest du nicht mehr. Du möchtest ein Fundament. Ich habe das ganz stark das Gefühl, einige von euch möchten wirklich das mit dieser Person beibehalten und ein Fundament aufbauen. Und andere möchten an ihrem eigenen Fundament arbeiten, an ihrer eigenen Stärke. Weil hier waren schon Lügen und Betrug, sehe ich schon stark. Ich habe auch ganz ehrlich gesagt das Gefühl, wenn einige von euch eine Affäre hatten, dass sie das weiterführen werdet. Natürlich jetzt nicht alle, nur einige von euch. Die Welt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ihr jemanden datet, der in einer Beziehung ist, ich sehe nicht unbedingt, dass diese Person, ich habe das Gefühl, sie bleibt mit einem Fuß in der Beziehung drin. Aber nimm wirklich nur das, was passt. Vielleicht ist es auch nicht gerade dein Thema. Vielleicht ist es wirklich jemand Unabhängiges. Oder es geht um dich selber. Weil die Welt, du möchtest den Kreislauf abschließen. Du möchtest nicht, dass sich das immer und immer und immer wiederholt, sehe ich. Du möchtest einen neuen Weg gehen. Schauen wir mal. Nein. Und die Welt. Ja. Kann sein, dass ihr es wirklich nochmals versuchen möchtet. Sehe ich auch. Vier Schwerter. Man nimmt nochmals einen Anlauf. Natürlich jetzt nicht für jede Person von euch. Einige möchten wirklich einfach einen Anlauf im Bereich Dating nochmals versuchen. Aber hier sehe ich, ein neuer Anlauf wird genommen. Königin der Kelche und Neun der Münzen. Ja. Eigene Stabilität. Auf die eigene Intuition zu hören. Auch Wasserenergie sehe ich. Ihr möchtet voranschreiten. Interessant, interessant. Schauen wir mal weiter, der Magier. Manifestiert ihr euch jemanden oder habt ihr jemanden, der ein kleiner Trickster ist? Ich nehme euch beides wahr. Einige von euch werden wirklich ihren Herzensmenschen versuchen zu manifestieren und andere von euch versuchen Möglichkeiten, jemanden an euch zu binden oder diese Person sucht Möglichkeiten, euch an diese Person zu binden. Also, weißt du, wie ich meine? Ich habe es vielleicht ein bisschen blöd gesagt, Entschuldigung. Sehe ich auch. Also nimm so, wie es passt. Schauen wir mal. Löwe.
Ja, du hast schon dein Ziel vor Augen, habe ich das Gefühl, und du suchst Möglichkeiten oder dein Gegenüber hat das Ziel vor Augen. Ja, Neuanfang. Aber noch ein bisschen ein wackeliger, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Fundament ist noch nicht da, aber ich glaube, das ist dir bewusst, dass du noch daran arbeiten musst. Feuerenergie. Also wirklich, du hast ein Ziel vor Augen. Entweder mit dieser Person oder generell einfach zum Thema Liebe hast du das Ziel vor Augen. Königin der Kelche. Wasserenergie könnte auch ein Wasserzeichen sein. Sehr gefühlvolle Energie. Oder du kommst in deine Intuition. Schauen wir mal. Ja. Schön. Hier kommt jemand. Sehr gut. Hier kommt jemand. Könnte ein Wasserzeichen sein. Und mit dieser Person kannst du den neuen Kreislauf starten. Besteht eine Möglichkeit, sehe ich. Bringt dir Glück und Vollendung. Also mit dieser Person fängst du neu an. Könnte wirklich jemand kommen hier? Wasserenergie. Jemand, der vielleicht spirituell ist. Schauen wir mal. Aber schon wieder das Thema geben und nehmen. Löwe. Ja, unbedingt. Also lieber Löwe, du musst dich achten bezüglich geben, nehmen, sehe ich ganz stark. Da könnte es ein bisschen hapern, muss ich dir ganz ehrlich sagen, dass vielleicht dein Gegenüber etwas tendenziell, vielleicht egoistisches sein könnte. Als, ja, du weißt, was ich meine. Ich habe zwar das Gefühl, nicht komplett ein Egoist, sondern vielleicht so ein bisschen naiv. Wie soll ich dir das beschreiben? Der, oder verwöhnt vielleicht, trifft es besser. So nimmt und kommt es gar nicht in den Sinn, dass er etwas auch geben kann. Aber wenn man es sagt, dann, Entschuldigung. Also wirklich, ich habe das Gefühl, Bube der Stäbe, Feuerenergie. Du musst klar kommunizieren. Wenn du das Gefühl hast, es ist keine Balance ist da, kommuniziere. Es muss geben und nehmen sein. Ganz wichtig. Weil das wird nochmals Thema bei dir hier. Ja, das belastet dich nämlich. Der Reiter Schwerter. Wird dich sonst belasten. Offene Kommunikation rate ich dir. Ganz wichtig. Löwe. Ja. Unbedingt schauen, weil sonst fühlst du dich ausgenutzt, obwohl diese Person vielleicht meint sie es gar nicht böse, ich weiß es nicht. Ja, erinnert dich dann stark an die Vergangenheit, wird dich triggern. Auch wenn es vielleicht eine neue Person ist, es wird dich triggern. Darum unbedingt kommunizieren und schau auf das Geben nehmen. Und wenn das nicht da ist, dann musst du kurz einen Prozess machen. Also ganz ehrlich, dann würde ich nicht lange fackeln. Wenn nicht mal reden funktioniert natürlich. Schauen wir mal weiter. Was ist der Rat der Karten? Was ist der Rat der Karten, Löwe? Liebe. Habe ich jetzt gesehen? Ja, geh mit Leidenschaft an die Sache ran und motiviere dich. Königin der Stäbe, geh mit Leidenschaft an die Sache ran, weil du wirst so eine starke Ausstrahlung haben und so viele Menschen anziehen. Wirklich, geh mit Zuversicht an die Sache ran. Was ist dir nicht bewusst, Liebe, Löwe? Ja, du musst einen neuen Weg gehen. Vielleicht musst du auch Menschen kennenlernen, die nicht unbedingt typisch dein Beuteschema sind. Das ist dir nicht bewusst. Ganz wichtig, lieber Löwe, falls du Single bist und auf der Suche oder du unglücklich gerade bist in der Beziehung, überleg dir, ganz wichtig, überleg dir, was passt zu mir? Nicht unbedingt, was will ich, sondern zuerst, was passt zu mir? Weil ich sehe viele, also das sehe ich sehr oft leider, dass man vielleicht denkt, ich möchte jemanden, der gerne reist und aktiv ist, aber selber ist man ein Stubenhocker. Das passt doch nicht. Du findest vielleicht das cool, weil diese Person etwas hast, was du nicht hast, aber das passt doch nicht. Du musst überlegen, was passt zu dir? Was passt zu dir?
Weil das andere, finde ich, sind oft Illusionen. So, sehr interessant. Nehmen wir noch eine Romance-Karte. Ja, schon wieder 7 der. Du musst Schwerter unter dem Deck, du musst die Lügereien, die Betrügereien, das Unzuverlässige, Menschen, die nur nehmen, musst du hinter dir lassen. Ganz klar. Schauen wir mal. Liebe, Löwe, was kommt auf dich? Das musst du wissen. Oh. Ja. Keep an open mind. Your soulmate may differ. Was? Differ from your usual type. Ja. And expectations. Sorry. Ich kann nicht so gut Englisch. Ja. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Schau genau hin. Fokussiere dich nicht auf Oberflächlichkeit. Vielleicht musst du den Typ ändern. Was passt zu dir? Überlege dir das wirklich. Und ehrlich, nicht selber belügen, was schön wäre. Denk an mein Beispiel mit Stubenhocker und jemand, der aktiv ist. Das passt nicht. Ein Stubenhocker bleibt ein Stubenhocker. Playfulness. Du brauchst wirklich jemanden, der dich auch glücklich macht. Der so ein bisschen dein inneres Kind auch weckt, habe ich das Gefühl. Getting to know each other. Also jemand kommt hier und lass dir Zeit, diese Person kennenzulernen. Weil es ist sehr gefühlvoll. Aber nimm dir Zeit und zeige deine Grenzen. So, mein lieber Löwe, ich hoffe, dir hat das Reading gefallen. Lass doch ein Like da, abonniere meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao!